Hi Leute und herzlich willkommen zu einem hochenergetischen neuen Action-Teil von Fallout 4 Let's Build! Okay, wir bauen uns ein Haus aus Schweinskopfsülze, aber ganz ohne Schweinskopfsülze, sondern aus blauen Scheunenteilen und Betonteilen. Das ist fast ein bisschen viel, oder? Im Grunde vierstöckig. Mit auch noch vier Fenstern in einer Reihe übereinander. Das ist bekloppt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es so bekloppt ist, dass ich es cool finde. Oder einfach nur bekloppt. Ich glaube, wartet mal, ich werde eine Kleinigkeit ändern. Die könnte schon viel ausmachen. Rein ästhetisch für mich. Schauen wir mal. Ach ja. Hey, übrigens, ich habe doch vor zwei Folgen oder so, das wollte ich in der letzten Folge schon ansprechen, als ich über die PS5 geredet habe. Und hab's dann total vergessen. Weil ich habe doch vor der PlayStation 5 Präsentation gesagt, hey, naja, was erwarte ich schon von der Konsole, wird halt eine aufgebohrte PlayStation 4, interessiert niemanden. So ein bisschen, das war der Tenor, jetzt mal überspitzt ausgedrückt. Und jetzt, wo ich die Präsentation gesehen habe und wo ich mal drüber geschlafen habe und ein bisschen drüber nachgedacht habe, muss ich das schon zurücknehmen tatsächlich. Ich bin positiv überrascht über die Konsole, über die Implikationen der technischen Möglichkeiten von diesem Ding. Denn die PS5 ist eben nicht einfach nur wie damals von der PS3 zur PS4, so hier, guck mal, viel mehr Prozessorleistung und geile Grafik und bläh, Quatsch. Sondern tatsächlich, und das wundert mich, kommt die mit einem Versprechen daher, dass tatsächlich die Art, wie Spiele gebaut werden, sehr stark verändern kann. Nämlich eben die Fokussierung auf SSD-Festplatten und die ganze Architektur, die einem ermöglicht. Habe ich da Möbel ins Dach Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Aber ich habe hier Möbel unters Dach gestellt. Wie komme ich denn da rein? Das ist ja interessant und irgendwie cool. Nee, warte mal, da stimmt was nicht. Wisst ihr, was ist? Doch, hier war, glaube ich, ursprünglich kein Haus mehr. Ich habe hier, glaube ich, eigentlich... Wartet mal. Ja, genau. So sieht das eigentlich aus hier. Alles klar. Na gut. Ja, das stimmt schon eher. Naja, auf jeden Fall einfach die Tatsache, dass keine Ladezeiten mehr existieren. Das klingt jetzt nämlich vielleicht für den Laien auf Anhieb erstmal so ein bisschen so, naja gut, gibt's halt kein Ladebildschirm mehr. Nett, aber naja. Aber je mehr man drüber nachdenkt, desto schwerwiegender ist diese Aussage eigentlich. Weil, stellt euch mal vor, war das in einem Let's Build? Ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich über Türsequenzen geredet habe, oder war das in einem Stream? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall darüber, dass Türsequenzen, wie damals in Resident Evil, die Türsequenz ist halt so eine schöne Metapher für eine versteckte Ladezeit, dass es die heute immer noch gibt. Überall. Ständig. Wenn man in irgendwelchen Spielen, in Uncharted oder in Gears of War oder wo auch immer, durch irgendwelche engen Passagen krabbelt, und, jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Durch irgendwelche engen Passagen krabbelt, irgendwelche komischen Hindernisse wegsägen muss oder aufschließen muss oder Schlösser knacken muss oder sowas. Das sind alles versteckte Ladezeiten. So enge Passagen, durch die man durchkriecht. Längere Wege, in denen die Charaktere dann miteinander reden. Das sind ganz oft einfach nur versteckte Ladezeiten. Hier verschleiert das Spiel, dass es gerade ein neues Gebiet laden muss. Das ist ein ziemlich cleverer Workaround für ein Problem, das Videospielentwickler quasi schon immer haben. Die Ladezeit. Die große, böse Ladezeit. Um eben so Ladebildschirme, wie man sie früher vor allem hatte, aber heute immer noch eigentlich in vielen Spielen, zu verschleiern. Und wenn das wegfällt und wenn die PS5 wirklich in der Lage ist, große Gebiete, komplexe
komplexe Areale mit einer Geschwindigkeit zu laden, die heute undenkbar wäre, verändert das natürlich sehr stark die Möglichkeit, die Spieleentwickler haben. Wenn es um das Design ihrer Welten geht und das Design ihrer Spiele. Weil diese, ich nenne sie einfach mal jetzt hier immer noch Türsequenzen, diese verschleierten Ladezeiten, auch wenn teilweise keine Türen mehr involviert sind, aber diese mehr oder weniger Türsequenzen quasi wegfallen können, zumindest jetzt. Und das ist eigentlich cool. Und mich wundert's fast, dass diese PlayStation-Präsentation das irgendwie nicht so zentral hervorgehoben hat. Oder habe nur ich das Gefühl? Weil irgendwie... Ich stelle jetzt hier Zäune auf. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, aber ja, machen wir. Weil irgendwie war das neue Ratchet & Clank, das gezeigt wurde, das einzige Spiel, das quasi eben genau das vorgeführt hat. Dieses Fehlen von Ladezeiten. Dieses hier, guck mal, ihr springt hier in dieses Dimensionsportal und bam, seid ihr woanders. Zack, yeah, instant. Ansonsten hat kein Spiel, glaube ich, oder, das wirklich so als Gimmick herausgestellt. Aber was ich mir auch wirklich gut vorstellen kann, ist, dass das wirklich am Anfang jetzt noch kein Spiel macht. Weil man muss immer, das ist, glaube ich, das könnte wirklich ein Problem sein, weil... Multiplattform. Spiele werden immer noch natürlich für Multiplattform gedacht. Die werden auch für die Xbox gedacht und ob das da genauso sein wird wie auf der PS5, keine Ahnung, muss man mal schauen. Und natürlich auch für den PC. Und natürlich hat nicht jeder Mensch irgendwie krassen PC mit SSD, großer Festplatte und den technischen Voraussetzungen, um auf Ladezeit verzichten zu können. Und das wird wahrscheinlich, auch wenn das jetzt die PS5 etabliert als Standard, kann ich mir sehr gut vorstellen, wird das wahrscheinlich Jahre dauern, bis das am PC und vielleicht dann, wie es dann überhaupt bei der Xbox aussieht, weiß man nicht, bis das Standard wird, wenn es Standard wird. Und das führt natürlich die Probleme mit sich, dass die Entwickler trotzdem noch an Multiplattform denken müssen und für Multiplattform entwickeln müssen und vielleicht dieses eventuell Herausstellungsmerkmal der PlayStation zumindest für eine gewisse Zeit mal abwarten, gar nicht nutzen können vielleicht, weil die Architektur der Spiele muss quasi auch auf Systeme angepasst werden, die noch traditionelle Ladezeiten haben. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt und wie das wird. Und ich kann mir vorstellen, dass vor allem am Anfang nur PS5, manchmal sage ich, glaube ich, PS4, oder? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass nur exklusiv für die PS5 entwickelte Spiele auch wirklich davon profitieren können, von diesem Feature, von dieser sehr viel schnelleren Lade, sehr viel kürzeren Ladezeit. Naja, müssen wir abwarten. Da bin ich sehr gespannt drauf, wozu das führt. Weil auch wenn dann PS4-exklusive Spiele für andere Systeme quasi erscheinen. Also ich sag mal so, wenn man jetzt quasi ein Spiel von der Architektur her mit der PS5 im Hintergrund, im Hinterkopf designt, ne? Und man baut quasi die Welt so, man baut die Spielsequenzen so, dass Ladezeiten quasi nicht mehr vonnöten sind. Und dann will man das auf ein anderes System bringen. Dann kommt das natürlich, dann ergibt das natürlich Schwierigkeiten, weil jetzt hat man nicht mehr diese verschleierten Ladezeitsequenzen. Jetzt hat man keine Tür mehr, die der Protagonist plötzlich mit einem Schlossknackset knacken muss oder irgendwie sowas in der Art, damit man heimlich den Raum dahinter laden kann. Das ist jetzt nicht mehr im Spiel, weil man es nicht mehr braucht. Also was macht man? Baut man dann plötzlich wieder einen Ladebildschirm ein?
Weil gerade am PC kann man nicht davon ausgehen, dass jedes System gleich ist, bis sowas Standard wird. Naja, also wie gesagt, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob sich das durchsetzen kann. Wahrscheinlich, davon gehe ich aus, aber wie schnell es sich durchsetzen kann und was das für andere Systeme in der Übergangszeit bedeutet und mit welchen Nachteilen man vielleicht sogar als Nicht-PS5-Spieler in der Anfangszeit rechnen muss. Wenn nämlich die PS5 erfolgreich wird, dann werden sehr schnell... Oh, Hilfe! Dann werden sehr schnell Spiele eben für diese Plattform im Fokus entwickelt und dann umgesetzt auf andere Plattformen. Und das könnte dann wirklich mit Nachteilen einhergehen. Aber ja, mal schauen. Mal abwarten. Ich bin wirklich gespannt. Das ist schon... Ja... Auf jeden Fall positiv überrascht hat es mich, dass es doch tatsächlich einen echten, also für mich zumindest gefühlt echten technologischen Fortschritt gibt. Jetzt nichts Weltbewegendes, nichts, was irgendwie, ne, aber schon was Nennenswertes, was Großes, was, das ich ehrlich gesagt gar nicht der PlayStation zugetraut hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne zynisch klingen zu wollen, aber ich dachte halt einfach, naja, wird halt ein fetter Rechner. Und das stimmt eben nicht, es ist mehr als nur ein fetter Rechner, sondern das will quasi einen neuen Maßstab etablieren im Grunde. In diesem einen sehr speziellen Bereich. Das superschnelle Laden, wie es jetzt noch nicht so möglich ist oder nicht etabliert ist. Ja. Bin gespannt. Wie gesagt, warum kann ich diese Türen nirgends hinstellen? Das nervt mich. Dann brauchen wir andere Türen. Wir brauchen andere Türen. Die muss ich dann berühren, denn ich will in den Raum und anders geht das ja wohl kaum. Yeah. Aha. Schnubbidubwub. Ey, wo sind denn die Türen hier? Bei Strukturen. Ich würde sagen, Türen gehören zu Strukturen. Aha, Türen. Haben wir die erwischt. Aber auch die kann ich hier nirgends platzieren. Ah, das ist schon wieder nervig. Aber gut, kein Problem. Durchatmen, ruhig bleiben, cool bleiben. Wir brauchen eine Wand. Mit Türrahmen, bitteschön. Bitteschön, da haben wir die schon. Und jetzt brauche ich eine Tür. Und jetzt müssen wir dann noch ein bisschen hoffen. Warte mal, no snap. Ah, gut einfach. USO ist einfach gut. Hat alle Türen einmal mit und einmal ohne Snap-Funktion. Das ist super. Einmal, damit sie wirklich in den Türrahmen einrasten und einmal so, dass sie eben gerade nicht einrasten. Perfekt. Perfekt. Wirklich. Super cool. Ich nehme jetzt einfach mal die Tür. Glitcho Milo, kommst du mal kurz? Jabbadabadu. Na, hat was, oder? Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas hat es. Sieht ernst aus. Sollte mal zum Arzt gehen. Na gut. Das ist wirklich interessant. Interessante Architektur, die wir hier basteln. Oh Gott, ey. Ist halt kein 0815 aller Weltshaus, ne? Die alte Welt ist untergegangen. Zu Recht. Und jetzt wird Zeit für neue Standards. Jetzt wird neu ausgehandelt, was ästhetisch als normal empfunden wird. Und ich bin eben Trendsetter. Ich sorge für neue Normen, für Entwicklung. Schauen wir mal, was sich durchsetzt.
So, jetzt ganz vorsichtig hier. Nicht, dass ich versehentlich das ganze Gebäude abreiße. Das soll ja eben gerade nicht passieren. Ich glaube, ich speichere mal kurz. Jetzt, wo ich es so laut ausspreche, wird es mal wieder Speicherzeit. Speichelzeit. Brapapa, okay. Dächer brauchen wir jetzt. Ich hätte gern ein Dach ohne irgendwas. Einfach nur ein Schrägdach ohne irgendwas. Ja, der Balken dürfte sein, aber das will ich eigentlich. Oh, ich sehe schon, das wird schief, ey. Huiuiui. Naja. Ja, das wird schon. So, ab hier muss ich glitschen. Ab hier geht's nicht mehr ohne glitschen. Aber eventuell... Jetzt warte mal, ich brauche... brauche ich mindestens. Warte mal. Eins. 73. 198 brauche ich mindestens. Und jetzt vielleicht. Nur vielleicht. Ist nur so eine Überlegung. Könnte man das Dach hier fortsetzen? Würde es dafür ruhig hier reinglitschen, das wäre ja wurscht. Eins, zwei, drei. Drei davon und dann schauen wir weiter. Würde ich jetzt sagen. So. Wo ist Glitchy, der mutige Glitchheld? Da ist Glitchy, der mutige Glitchy. Glitcher, Glitch. Glitchler, Glitch. Warum? Warum? Er funktioniert nicht. Was nimmt er denn da statt die Dächer? Die stehen schon wieder zu nah aneinander. Da ist er schon wieder verwirrt. Ah ja, das hat funktioniert. Ist zwar jetzt ein bisschen blöd, weil ich wieder eine komische Achse habe. Aber gut. Schlitschi? Schlitschi? Schlitschi der Schlittschlempen. Wo ist er denn? Ach, jetzt habe ich schon wieder Glitchy da oben vergessen. Warum vergesse ich denn Glitchy immer? Aber ich habe ihn jetzt auch nicht gesehen. Ich befürchte, der ist jetzt eingemauert. Kann das sein?
Glitchy, ich sehe dich, aber ich krieg dich nicht mehr raus. Na gut, wir brauchen einen neuen Glitchy. Ich habe doch da hinten einen Vorrat an Glitchys gemacht. Ist der schon aufgebraucht? Oh. Alle Glitchys schon irgendwo reingeglitscht. Nee, da ist noch einer. Also Leute, ich weiß nicht, ob wir wirklich ganz Sanctuary renovieren wollen. Wenn ich mir angucke, wie lange wir jetzt an dem einen Haus rumbasteln. Vielleicht suchen wir jetzt dann irgendwann doch noch ein anderes Projekt. Aber mal schauen. Kennt ihr noch die Frau Malzahn? Ich glaube, so hieß sie, oder? Von Jim Knopf, die Drachenlehrerin. Mein Gott, hatte ich vor der Angst. Die Frau Malzahn. Die war nicht lustig. Nicht okay. Ach ja. Wisst ihr, einerseits durfte ich Mortal Kombat nicht spielen, was mir überhaupt nichts ausgemacht hat. Gleichzeitig durfte ich Jim Knopf gucken mit der Frau Malzahn, die mich zutiefst traumatisiert hat. Zutiefst traumatisiert. Seitdem habe ich Angst vor Drachen. Das ist im Alltag ein echtes Problem. Ja. Während mich Mortal Kombat zu einem Anatomie-Experten gemacht hat. So kann es manchmal gehen. Wenn ich jetzt irgendwie einen gebrochenen Arm habe, dann repariere ich den selber. Schneide ich mir einfach selber den Arm aus, reiße ihn mir aus, schnibbel dran rum, schien das Ganze und nähe ihn einfach wieder an. Dank Mortal Kombat. So ist das. Habt ihr mitbekommen? Das ist jetzt ein älteres Thema, aber ich bin zufällig drüber gestolpert und fand das irgendwie interessant und auch ein bisschen komisch. Habt ihr mitbekommen, dass Gearbox, die Entwickler von Borderlands 3, scheinbar irgendwie wohl ein großes Problem... Also, man muss das so sagen. Grundsätzlich... Bert Gearbox scheinbar bannt anscheinend Leute, Spieler, die absichtlich in den Foren die Charaktere im Spiel falsch gendern, wenn sie damit provozieren wollen oder so. Das ist ja grundsätzlich cool. Also kann man ja nichts dagegen sagen. Ist ja voll okay. Kann man ja machen. Finde ich auch sinnvoll. Ist immer gut, wenn man so ein bisschen den toxischen Anteil der Community aus... geizt, quasi. Das finde ich ja voll in Ordnung. Aber scheinbar ging das so weit, dass der Roboter im Spiel als genderneutral gilt und deswegen nicht mit he oder she benannt werden durfte, sondern mit they, them, wie man das im Englischen macht. Und das hat mich gewundert. Jetzt habe ich Borderlands 3 nicht gespielt. Wenn jetzt in der Story des Spiels ganz explizit quasi so eine Gender-Debatte mit dem Roboter geführt wird, wenn sich der Roboter selber als geschlechtslos identifiziert oder so, also nicht als binär quasi, dann habe ich dafür Verständnis. Aber soweit ich das verstanden habe, passiert das nicht wirklich. Und dann... finde ich das schon seltsam, oder? Irgendwie. Dann sollen die doch, wenn es denen so wichtig ist. Ich finde das ja absolut okay und löblich und kann man ja machen als Entwickler. Habe ich ja überhaupt kein Problem damit. Aber dann sollen die halt das Thema wirklich thematisieren. Sollen die halt wirklich einen nicht-binär geschlechtlichen Charakter einbauen und das wirklich zu einem Thema machen. Und wenn die dann sagen, okay, irgendwelche Leute, die jetzt meinen, die müssen hier...
in unserem Forum sich drüber lustig machen, die sperren wir. Ja, finde ich hart, aber okay. Finde ich, mein Gott, macht ruhig. Aber wenn das wirklich nicht thematisiert wird und wenn die jetzt einfach sagen, ach ja, der Roboter ist übrigens non-binär und wer was anderes sagt, wird sofort gebannt, finde ich jetzt ein bisschen komisch, oder? Also, entweder behandelt das Thema richtig und dann passt's, aber so? Ich weiß nicht. Aber hey, wie gesagt, ich habe Borderlands 3 nicht gespielt. Muss ich ganz klar sagen, falls das Spiel sich wirklich damit auseinandersetzt und den Charakter tatsächlich wirklich als nicht-binären Charakter einführt und das wirklich thematisiert, will ich nichts gesagt haben. Ansonsten finde ich das schon verwunderlich. Naja. So ist es eben. Naja. Close enough, nee, nicht wirklich. Aber es ist schon cool. Grundsätzlich ist es wirklich toll, dass so Themen endlich thematisiert werden, dass man endlich drüber redet, dass solche Menschen endlich, Menschen, die sich nicht binär einordnen wollen, endlich oder nicht mit der Rolle, in die sie gepresst werden, einverstanden sind, dass die endlich akzeptiert werden, dass es da endlich Akzeptanz und Verständnis gibt. Weil, dass es nicht binäre Geschlechter gibt, das weiß man schon seit Tausenden von Jahren. Da findet man eigentlich aus jeder Epoche, aus der es Aufzeichnungen gibt, Aufzeichnungen von Menschen, die genau das beschreiben. Dieses Gefühl, nicht in eine Geschlechterrolle zu passen oder nicht dem Geschlecht zu entsprechen, mit dem sie geboren wurden und so weiter. Das ist was vollkommen Normales. Das finden wir auch im Tierreich zu Genüge. Das ist absolut natürlich, normal und voll. Es sollte eigentlich wurscht sein. Aber ist es halt leider nicht. Insofern, da es leider noch lange nicht wurscht ist, ist es sehr gut, dass das immer wieder und überall thematisiert wird. Damit es wurscht wird, damit irgendwann mal irgendjemand sagt, hey, ich bin als Frau geboren, aber fühle mich wie ein Mann. Und dann sagt der andere so, aha, ich bin mit im Arsch zuerst auf die Welt gekommen, weil das zwei Sachen sind, die so normal und so gleichgültig geworden sind, dass es eigentlich niemandem interessiert. Da sollten wir hin. Das heißt übrigens Steißgeburt, wenn man mit dem Arsch zuerst auf die Welt kommt. Lebensgefährlich für Kind und Mutter. Heute nicht mehr, glaube ich. Bis vor kurzem, also wenn ich sage bis vor kurzem, meine ich das historisch gesehen vor ein paar hundert Jahren, lebensgefährlich für alle Beteiligten, wenn man mit dem Arsch zuerst auf die Welt kommt. Deswegen, liebe Kinder, nicht mit dem Arsch zuerst auf die Welt kommen. Ihr tötet sonst eure Eltern. Damals, vor 100 Jahren. Also liebe Kinder, liebe ungeborene Föten von vor ein paar hundert Jahren, lasst euch das gesagt sein. Nur, dass ihr es wisst. Vielleicht irgendwann erfindet mal jemand Zeitreisen und eine Möglichkeit, wie man mit ungeborenen Embryos kommuniziert und reist dann mit diesen Technologien zurück in die Vergangenheit und spielt denen dieses YouTube-Video vor. Man weiß es nicht. Ich möchte auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Insofern, lieber mal, ne? Man weiß es ja nicht. Könnte Leben retten. Das ist echt cool, wenn man jetzt hier die Tür aufmacht. Ist da hinter dem Fenster? Ella Badge. Ein Fenster. Wo ist denn jetzt mein Cheat-Stempel schon wieder? Oh, ich mache mir einen neuen. Das hat keinen Sinn. Die sind jetzt alle irgendwo im Haus reingeglitscht wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt dann das nächste Mal ins Haus gehe, um endlich mal den Innenraum zu dekorieren, hängen
Dutzende Glitzstöckchen aus der Decke raus oder so. Das wird lustig. Okay. Wir brauchen einen neuen Glitchstempel. Glitchy, bist du's? Ja, du bist Glitchy. Glitchy, mein glitchiger Freund. Ich mach gleich wieder ein paar davon. Okay, ich glaube, das genügt. So. Ein Fenster hinter der Tür. Hilfe! Kann mich irgendjemand hier aus diesem Limbo befreien? Bitte. Ich werde hier gegen meinen Willen gefangen gehalten, um Let's Plays aufzunehmen. Ich meine, so ein bisschen ist es gegen meinen Willen. Ist Definitionssache. So wie jeder, der morgens zur Arbeit geht, wahrscheinlich gegen seinen Willen zur Arbeit geht. Wird gegen seine Arbeit dazu, gegen seinen Willen dazu gezwungen zu arbeiten. Ich meine, wahrscheinlich würde er lieber ausschlafen und vielleicht ausgiebig mit der Familie frühstücken und dann ins Schwimmbad fahren mit den Kindern oder so. Zum Beispiel. Ist einem wahrscheinlich an den meisten Tagen lieber. Insofern, je nach Definition, geht man gegen seinen Willen in die Arbeit. Dürfte wahrscheinlich für die meisten oder viele zutreffen, was ich gerade beschrieben habe. So mehr oder weniger. Aber das Leben ist kein Schlotzer. Noch nicht. Da kommen wir auch noch hin. Wir vielleicht nicht mehr. Vielleicht unsere Enkel. Oder unsere Urenkel. Technologischer Fortschritt. Vollständige Automatisierung. Das wird geil. Und dann steht irgendwann ein alter Mann vor der neuen Gesellschaft, die nur noch aus persönlicher Perfektionierung und Bildung und Ideologien von Menschlichkeit und Nächstenliebe besteht und sagt, Schleppe isse Schlotzer. Das wird toll. Das ist die Architektur von morgen. Schon heute. Bestellen Sie jetzt das neue Landsquid Birdrider blaue Schachtelhaus mit seltsam abgehackter Dachterrasse. Mit Fenster hinter einer Tür. Mit Dachkonstruktionen, die die Menschen bis vor kurzem für unmöglich hielten. Landsquid Building Rider. Jetzt neu. Nur echt. Mit 52 Dachschindeln und mehr. Achtung, Dachschindel werden separat verkauft. So, ich quetsch hier noch ein paar Böden rein, glaube ich. Oder Dächer oder was das sein soll. Ja, du bist kooperativ, ich mag dich. Aber dein kleiner Freund hier leider nicht. Schade. Aber das ist schon mal gut, dass das hier rein wollte. Das andere müssen wir jetzt leider schnell glitchen. Na super, müssen wir noch eins machen. Habt ihr gewusst, dass Pinguine manchmal, also das gibt es bei Vögeln vor allem wirklich allgemein, aber auch bei anderen Wirbeltieren, aber vor allem bei Vögeln hat man das wirklich schon öfter beobachten können und gerade Pinguine sind da sehr berühmt dafür. Die machen das wie Studenten.
Das ist wie bei Studenten. Wenn die Pinguine quasi erwachsen sind und quasi ihr Nest verlassen und ihre Eltern verlassen und ihr eigenes Leben beginnen und die merken dann so, irgendwie Jagdsaison, die fangen nicht so viel, für sich selber sorgen ist schwierig, man kriegt irgendwie nicht genug Fische und so weiter, dann ziehen die teilweise wieder nach Hause zu ihren Eltern und die Eltern nehmen die dann auch nochmal auf und versorgen die nochmal ein bisschen, obwohl die eigentlich schon erwachsen und selbstständig sein könnten, aber wenn es irgendwie eine schlechte Saison ist oder die einfach unerfahren sind oder irgendwas nicht klappt in deren Leben, gehen die wieder nach Hause zu den Eltern und die Eltern kümmern sich dann noch ein bisschen um die, zeigen denen nochmal, wie alles geht, ernähren die nochmal ein bisschen mit und dann wird der zweite Anlauf gestartet. Fand ich interessant, fand ich cool. Okay, dokeli. Ich glaube, wir sind fertig mit der Fassade. Das ist alles sehr interessant hier oben. Und wunderschön. Tada! Sanctuary 2.0. Wunderschön. So schön wie mein Gesang soll auch das Haus sein. Und andersrum. Oh Gott! Holy Potato! Wir haben ein Problem. Warst du das? Mr. Potato Reaktor. Was hast du hier alles heimlich rausgerissen? Du Arsch. Ich glaube, der spinnt ein bisschen. Mr. Potato Reaktor hat unser Haus sabotiert. Und nein, es kann nicht dran liegen, dass ich einfach nur vergessen habe, dass da auch noch was hingehört. Das halte ich für ausgeschlossen und ausgesprochen ungehobelt von allen, die behaupten würden, dass ich das vergessen habe. Hä? Ich wollte eigentlich... Habe ich gespeichert schon? Ich speichere nochmal. Aber vor allem wollte ich dann in den Baumodus. Bomb-Modus. A Monkey! Ich habe jetzt, da er auf Netflix gelandet ist, habe ich das schon gesagt? Ich glaube nicht, oder? Habe mir jetzt Super Mario Brothers angeguckt. Den Film. Den legendär weirden Super Mario Brothers Film. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, was sich die Macher gedacht haben dabei. Ich weiß nicht, was da alles schiefgelaufen ist. Aber ein Sammelsurium an Fehlentscheidungen und absolutem Chaos und oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat irgendwie zu einem echt kultigen Kackfilm geführt, der richtig Spaß macht, finde ich. Den kann man sich richtig gut anschauen, weil man sich die ganze Zeit nur denkt, holy shit, der ist eigentlich richtig cool, der Film. Ne, ich meine, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendwer hatte mal die coole Idee, irgendein Podcaster hatte mal die coole Idee, dass man als Filmbewertungsskala nicht irgendwie von 0 bis 10 oder von 0 bis 5 bewertet, sondern von minus 5 bis 5. Dass man quasi sagen kann, okay, wenn ein Film wirklich stinklangweilig ist, kriegt er 0 Punkte, wenn ein Film richtig gut ist, 5. Und wenn ein Film so scheiße ist, dass er schon wieder gut wird, dann kriegt er Minuspunkte. Das ist eigentlich ein gutes System. Und da würde ich Super Mario Brothers mindestens minus 3 geben. Wirklich so schlecht, dass er schon wieder unterhaltsam ist. Es ist wie so ein weirdes Relikt irgendwie. Es ist, macht super viel Spaß, den anzugucken. Zum einen aus Entsetzen und zum anderen, weil er aber auch so einen eigenen, echt abgefahrenen Stil etabliert und dadurch irgendwie fast schon interessant ist. Fast. Also wirklich super. Hey, und ich muss ganz ehrlich sagen, eben 90% der Videospielverfilmungen, die es bis heute gibt und die immer noch gemacht werden, würde ich in dieser coolen Skala von minus 5 bis 5 wahrscheinlich mit 0 oder 1 bewerten. Also blöde Filme, die nicht nennenswert sind, die man sich nicht anschauen muss. Es gibt ein paar Ausreißer nach oben. Ich würde sagen, die Witcher-Serie zum Beispiel
Wobei das eine Buchverfilmung ist eigentlich, aber gut. Und von mir ist auch der Silent Hill Film der erste. Die kriegen dann schon so 3 vielleicht, sind keine Meisterwerke, aber nette Filme kann man sich anschauen. Und da ist dann eigentlich Super Mario Bros. Mit seinen -3 schon ziemlich gut dabei. Halt quasi anti-gut, aber meiner Meinung nach eine der besten Videospielverfilmungen, der unterhaltsamsten, der sehenswürdigsten Videospielverfilmungen da draußen. Sehenswürdig. Das ist genau der Begriff. Nicht gut im Sinne von gut, aber im Sinne von, hey, muss man fast gesehen haben. Abgefuckter, weirder, geiler Scheiß. Ja, dazu stehe ich mit meinem Namen. Oder dafür, ich weiß nicht mehr. Da müssen wir Herr Alete fragen. Alete kotzt das Kind. Alter Otto-Gag. Otto-Gags werden einfach nie alt. Die waren es nämlich schon, als er sie zum ersten Mal ausgesprochen hat. Nein, Otto Walkes war natürlich damals super crazy cool. Das Lustigste, was es in meiner Kindheit gab. Gut, okay, Loriot. Loriot ist natürlich ein Gott. Aber Loriot habe ich, je älter ich wurde, desto mehr habe ich Loriot verstanden und zu schätzen gelernt. Als Kind war Otto Walkes quasi der The Man. Loriot finde ich heute noch gut. Im Gegensatz zu Otto Walkes, die alten Otto-Witze sind wirklich nur aus nostalgisch als Kind fand ich das Gutsicht gut. Für mich zumindest. Aber Loriot finde ich immer noch super, super, der Beste. Niemand bis heute hat jemals die Qualität eines Loriots erreicht. Und so ein feiner, gezielter, spitzer, genialer Beobachtungshumor fehlt heute. Gerade in der Politik, gerade wenn man sich die politischen Sachen von damals von Loriot anguckt, das bräuchten wir heute auch unbedingt. Apropos, habt ihr das mitbekommen, dass irgendeine Polizeigewerkschaft irgendeinen Autoren angezeigt hat wegen Beleidigung, weil der irgendwas über die Polizei geschrieben hat, dass die quasi scheiße sind. Da habe ich mir echt gedacht, come on, im Ernst, ey. Wie petty, wie kleinkariert, wie unsicher kann man denn sein? Also wirklich, ich habe mir den Artikel durchgelesen. Ich finde den nicht gut geschrieben. Ich finde, das ist einfach ein gemeiner Verriss. Das ist absolut richtig. Ist klar. Und deswegen erstattet jetzt die Polizeigewerkschaft Anzeige, weil der ist so gemein zur Polizei. Also wirklich, come on, das ist so bekloppt, das ist so bescheuert, das ist so kindisch. Das ist so kindisch, das ist eine Eskalationsspirale, der Anfang einer Eskalationsspirale. Gerade die Polizei sollte wissen, wie man deeskaliert und nicht eskaliert. Das, also, come on, habe ich mir da gedacht. Bitte. Weil er irgendwie schreibt, ja, hier, die Polizei gehört auf den Müll. Deswegen, wirklich. Er hat gesagt, die Polizei gehört auf den Müll, weil unter dem anderen Müll auf die Müllkippe, und zwar nicht als Müllmann, sondern als Müll, weil gleich und gleich gesellt sich gern. Oder irgendwie sowas Dämliches, wirklich was Dämliches. Und deswegen jetzt Anzeige erstatten. Finde ich sehr problematisch, gerade von der Polizei. Nicht nur eben wegen Eskalationsspirale und bla bla und so weiter, das ist problematisch, sondern weil hier die Polizei auch quasi Presse- und Meinungsfreiheit im Grunde angreift. Und gerade das sollte die Polizei, gerade die Polizei sollte da einfach drüber stehen. Mein Gott, ey, wie verletzt und unsicher kann man denn sein, dass man wegen sowas Anzeige erstattet? Nehmt euch mal, zieht euch bitte mal den Stock aus dem Arsch. Das ist auch nicht gerade die beste Image-Kampagne, was ihr gerade macht. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, irgend so einen kleinen Journalisten hier jetzt. Come on, wirklich jetzt. Ich finde das so lächerlich. Schlimm. Ich finde es wirklich schlimm. Ich finde es wirklich schlimm. Und ein bisschen traurig. Ich will überhaupt den Artikel nicht verteidigen, aber
Da steht man doch drüber, mein Gott. Ich verstehe es einfach echt nicht. Sehr fragile Egos, die da in der Polizeigewerkschaft sitzen, offensichtlich. Muss man schon sagen. Und ein sehr pöbelnder Autor. Ist ja zur Kenntnis genommen und finde ich auch nicht schön. Also finde ich halt so belanglos. Ach ja, nee. Get your shit together, police of Germany. Eher vielleicht nicht die Kunstfreiheit, würde ich eher sagen. Nicht die Meinungsfreiheit, weil das ist schon beleidigend. Das kann ich verstehen, warum man das beleidigend findet. Aber ist halt... Es ist, also, nee. Vor allem, was für ein Signal sendet denn die Polizei? Will die Polizei, dass ich jetzt jeden YouTube-Kommentar, zum Glück gibt es auf meinem Kanal wenige, aber ich sage ja nur, jeden Kommentar, der mich oder irgendjemand anderen beleidigt, zur Anzeige bringe? Sollen wir das wirklich machen? Sollen wir das wirklich machen, Polizei? Wollt ihr wirklich zugespammt werden mit Anzeigen wegen Beleidigung? Ist das, was ihr wollt? Weil genau das ist das, was das, die Signalwirkung, die ihr da gerade raushaut. Das will ich sehen. Das will ich sehen, was dann los ist. Was dann für ein Chaos entsteht. Ich meine, da entsteht kein großes Chaos, weil es wird einfach alles sofort fallen gelassen. Da wird gar nicht großartig ermittelt. Zu Recht. Also was heißt zu Recht? Aber ich meine, jetzt geht halt nicht. Ist eh ganz klar. Weil es halt einfach 100 Millionen Kleinigkeiten sind. Das ist unrealistisch. Also haltet die Klappe und stellt euch nicht so an. Wie im Kindergarten. Wie im fucking Kindergarten. Ich verstehe das echt nicht. Ihr seid erwachsene Menschen, die wichtige Positionen innehaben. Politiker, genauso wie Polizisten, genauso wie irgendwelche Firmenchefs, Leute, Manager. Alles kleine, fragile Kindergartentrottel. Reißt euch doch jetzt alle mal bitte zusammen, ey. Ihr gebt mir so auf dem Senkel. Ihr seid nicht so wichtig, niemand interessiert sich für euch, haltet die Klappe. Das ist die Botschaft, die ich hiermit verkünden will. Und lasst irgendwelche Leute irgendeine Scheiße schreiben, ohne gleich Anzeige zu erstatten. Die Reflexion in diesem Fenster ist irgendwie die Inneneinrichtung einer Küche. Da geht's ins Wohnzimmer. Hey, das könnte so ein bisschen das Spielerhaus am Anfang sein. Hier, das sieht so ein bisschen aus wie die Tür. Daneben ist ein Fenster. Da ist der Fernseher spiegelverkehrt, wenn dann. Hier die Kücheneinrichtung. Na, nee, kommt. Geht nicht ganz hin, aber es ist irgendwie so ein Zimmer, das sich da spiegelt. Interessant, interessant. So. Ich will jetzt einfach nur die Fassade von diesem beschissenen Haus hier fertig kriegen. Es ist unglaublich.
gleich haben wir es geschafft. Durchhalten. Okay. Okay, und jetzt noch ein so ein Wandteil. Ich meine, jetzt steht hier schon wieder dieses hässliche Dach durch, aber das ist hier so verbogen und so verkrümmt, das müssen wir dann einfach irgendwie verstecken. Das wird dann irgendwie, ich weiß noch nicht wie. Irgendwie verstecken wir das. Wirklich blöd, das steht hier echt stark drüber. Da müssen wir vielleicht einen kleinen Vorbau machen oder so. Hier müssen wir auch noch unbedingt einfach stopfen. Das sieht einfach noch nicht schön aus. Aber im Großen und Ganzen sind wir jetzt fertig mit der Außengestaltung unseres Hauses von morgen. Ja, jetzt lacht ihr drüber. Aber wartet mal ab in 200-300 Jahren. Da wird das Design von Häusern und Kleidung für unsere heutigen ästhetischen Maßstäbe wahrscheinlich auch etwas gewöhnungsbedürftig sein. Insofern bin ich einfach nur ein Visionär. Und das ist scheiße. Da müssen wir noch ein paar Boden reinquetschen. Boden? Böden. Bodöden. Bödöden. Naja. Schnuppidiwupp. Für heute ist Schlupp. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Ciao. Ciao, Bella. Mwah, mwah. So sagt man, das ist ganz normal. So sagt man auf Italienisch Tschüss einfach. Glaube ich. Habe ich gehört. Auf Englisch, zumindest amerikanisch-englisch, sagt man Fuck off, Bitch. Das heißt einfach nur Tschüss. Also das ist so die Höflichkeitsform. Britisch-Englisch ist das wieder ein bisschen anders. Da ist es Oi. Nee, warte. Entschuldigung. Oi heißt Guten Tag. Auf Wiedersehen heißt Piss off, Sheepshagger, glaube ich. Muss man wissen, das sind so die kleinen kulturellen Kniffe, wie man wirklich mit der Bevölkerung noch rechtzeitig gekommen. Vor Ort kommuniziert. Bitte was? Ich hasse Raider. Ich töte sie, wo ich nur kann. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Na dann. Tschüss.